mir so kotzschlecht. Das sind ja über 2 Kilo, ne? Ich glaube, ich schaffe nicht mal die Cola. Alles gut? Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar, was mega nice ist, wir sind gerade in Berlin. Und zwar, Leute, wir machen ein Burger-Wettessen, denn wir testen den größten Burger in ganz Deutschland. Der ist ungefähr so groß, der hat einen Durchmesser von 30 cm ungefähr und soll wohl irgendwie über 2 Kilo wiegen. Wir haben hier jeweils, ich weiß nicht, inwiefern ihr mich versteht, ja, 1 Liter, also quasi 2 Liter Cola geholt. Holy shit, ist das ungesund, ey. Und geisteskrank teuer. Wir haben, glaube ich, eine Rechnung von fast 100 Euro tatsächlich. Fernseher war hier schon. Galileo und so. Das hier ist dieser XXL-Burger. Glaube ich. Nee, 25. Der ist noch größer, hier. 24,90. Oh mein Gott, der ist noch größer. 36,36. Das ist der 30. 2 Kilo Fleisch. Okay, let's go, Leute. Das Geist ist krank, jetzt mal ehrlich. Uff. Ey, wie sollen wir das alles essen? Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen, ohne Spaß. Das ist so viel wie 20 Würmer. Alter Schwede, ey. Kannst du mal Servietten holen? Danke, Mann. Schreibt mal ruhig unten in die Kommentare, was glaubt ihr, wer von uns beiden wird gewonnen? Also ich glaube, ich gewinne. Was meinst du? Ich. Ohne Spaß, Leute, das wird natürlich alles aufgegessen. Und Leute, schreibt mal euch unten in die Kommentare, habt ihr schon mal so einen riesigen Burger gegessen? Schweige denn gesehen. Ich glaube, oder ja, genau, gesehen. Das sind ja über 2 Kilo, ne? Also ich glaube, um ehrlich zu sein, ich schaffe circa etwas über 1 Kilo. Also die Hälfte ungefähr. Was glaubst du? Auch die Hälfte. Leute, ohne Spaß, ich weiß nicht, wie der Ton ist. Wir haben schon relativ spät und es ist relativ laut hier und auch voll. Deswegen sorry, falls der Ton nicht so nice ist, dann müsst ihr das irgendwie Untertitel schreiben oder so. Ich habe hier schon mal eine Safe Instagram-Story aufgenommen, wie wir diesen riesen Burger serviert bekommen. Ist jetzt eingeblendet, Leute, folgt mir da gerne. Da seht ihr mal mega nice Content, wie ich zum Beispiel so Riesenessen esse oder so. Jetzt merke ich einfach gerade, wie das Ganze stopft, Alter, mal Real Talk jetzt. So Leute, jetzt bin ich auch auf den Trichter gekommen, Mayo und Ketchup zu verwenden. Alter Schwede. Oh mein Gott, bin ich dumm. Scheiße. Was? Ich habe gerade auf meine Hose Ketchup aufgemacht, ey. So ein riesiger Fleck, doch. Boah, ist das gottlos, ey. Die Hose kann ich heute nicht mehr anziehen. Ich finde, auf dem Burger gehört Mayo und Ketchup. Boah, jetzt gönne ich mir erstmal diese riesige Cola hier. Sag mal, glaubst du, irgendwer hat das schon mal geschafft zu essen? Also Leute, Real Talk, ich glaube nicht, dass es irgendwer schon mal wirklich geschafft hat, ohne zu erbrechen. Doch, ich bin mir sicher. Sicher. Boah, aber ohne Spaß, wir hätten ihnen sagen müssen, dass wir das Fleisch doch ein bisschen weniger knusprig wollen. Ja, weil das ist jetzt echt ein bisschen hart, ja. Aber trotzdem lecker alles. Also man muss auf jeden Fall sagen, es ist mega korrekt, dass wir hier länger sitzen dürfen. Eigentlich haben die ja schon zu. Aber die sagen halt auch irgendwie so, ja, ihr braucht euch auch nicht stressen, ihr könnt in Ruhe aufessen. In Ruhe aufessen. Ich glaube nicht. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wo ich hier überhaupt anfangen soll, weil der Burger auch nicht so stabil ist. Junge, das ist trocken ohne Soße. Ja, safe. Da musst du so eine ganze Packung Mayo raufklatschen, dass das drippt. Ey, jetzt mal Real Talk, ich glaube, ich schaffe nicht mal die Hälfte. Schäfer, du musst das Ganze hier noch essen. Du stirbst doch. Wenn du ordentlich kaufst, dann nicht. Ja, mach mal. Und der Kellner meinte so, wollt ihr die großen Burger? Ich so, ja genau, die XXL. Sagt er, okay. Dann kommt er auf jeden Fall her, um den mit uns auszusuchen, was wir genau haben wollen. Und dann sagt er so, und wollt ihr noch eine Pommes dazu? Und wir so, nee, wollen wir nicht. Das Ding ist, ich muss dazu sagen, weil es halt relativ teuer ist, weil das halt so ein Riesenburger ist, war da so ein bisschen der Allmann in mir und wollte eigentlich eine kleine Cola holen und dachte, das reicht. Aber von den Gedanken habe ich mich schnell verabschiedet, als ich gesehen habe, dass es irgendwie 2 Kilo Fleisch ist oder so, ne? Die Mayo, bitte. Die Mayo, bitteschön. Viel Spaß damit. Vielen Dank für die Blumen. Ich glaube, ich schaffe nicht mal die Cola. Jetzt mal Real Talk. Das klingt erst wenig, 1 Liter, aber guck doch mal an.
Das sind 4 dieser Dosen. Krass. Na? Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich schaff's es nicht, ins Pearl zu gehen. Was? Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich schaff's nicht, ins Pearl zu gehen. Nicht? Du hast 2 Stunden geschlafen, ich nicht. Ach so, ja, stimmt. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir einfach das hier alles wegnehmen und nur das Fleisch essen, ich wäre einfach übertrieben satt. Boah, Junge. Die Zwiebeln. Die sind krass, ne? Boah, Junge, meine die sind geisteskrank. Kein Grund zu weinen, Mustafa, nur weil du den Burger nicht schaffst. Das ist keine Schande. Ohne Spaß. Was für ein süßes Lätzchen ist das, bitteschön. Mit so einem freundlichen Burger drauf. Boah, ey, mir ist so kotzschlecht. Was ist los? Alles gut? Oh. Mir ist gerade richtig was hochgekommen, ey. Ich schwör's dir, ich schaff das nicht mehr, Alter. Ich schaff auch die Cola nicht mehr, ohne Spaß. Ich glaube, wenn ich jetzt weiter esse, ich kotz gleich. Schaffst du noch? Rede nicht. Du lügst doch. Nein, du lügst. Natürlich. Lügst. Ich trinke hier schon extra aus dem Double-Strohhalm, dass es irgendwie klappt. Ey, wir werden einfach, wenn wir hier fertig haben, so riesige Tüten mit Essen kriegen. Warte, ich guck mal kurz, ob ich überhaupt genug Bargeld mit habe. Oh, natürlich habe ich genug Bargeld mit. Was ist das denn für eine blöde Frage? Die ganzen unversteuerten 45 US-Dollar YouTube-Money, du bringst richtig rein. Ja, das kommt ja nicht von alleine, Leute. Deswegen abonniert kostenlosen Kanal, um nichts zu verpassen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch jetzt schon gefallen hat, wie wir hier leiden und diese riesigen Burger essen. Und ich würde sagen, schreibt einen Kommentar. Alter, das Fleisch ist so dick. Und es sind 2 Buletten. Oh, Alter. Kennst du das, wenn du nicht richtig gekaut hast? Das kommt runter und... Alter. Ja, jetzt mal Real Talk hier. Ich sag dir ganz ehrlich, ich schaffe es nicht mehr. Wie sieht's bei dir aus? Ich kann noch ein bisschen essen. Junge, was redest du da? Klar, Junge. Der lügt. Ich schaff gar nichts mehr. Okay, also eigentlich wollen wir es so machen. Der Verlierer muss die ganze Rechnung bezahlen. Weil wir allerdings beide nicht schaffen, machen wir es jetzt so, dass jeder seine eigene Rechnung bezahlt. Und dann sind wir quitt, wir müssen uns nicht weiterquälen. Leute, wir schauen gleich mal trotzdem, wer von uns mehr geschafft hat. Also ich sehe direkt auf den ersten Blick, von der Cola habe ich auf jeden Fall mehr geschafft als er. Aber ich wollte gerade hier nochmal weiter essen aus dem Flex einfach. So Leute, jetzt schauen wir hier mal. Also hier ist mein Burger. Das sieht schon geisteskrank aus. Und da ist Mustafa seiner. Also man sieht direkt von der Cola, habe ich ein bisschen mehr geschafft. Hä, hast du gerade nachgetrunken? Okay, ja gut. Gleich dann. Auf jeden Fall, ich würde sagen, von dem Burger ohne Spaß. Ich habe schon gewonnen, würde ich sagen. Ganz knapp. Ja doch, ich habe schon gewonnen, auf jeden Fall. Niemals. Natürlich. Junge, ich habe hier... Hey komm, jetzt lüg doch nicht rum, such doch jetzt nicht Fehler, bezahl einfach deine eigene Rechnung, halt den Mund. Auf jeden Fall Leute, ich würde sagen, wie gesagt, wir bezahlen jetzt jeder unsere eigene Rechnung und dann lassen wir es auf jeden Fall alles einpacken, weil das kann man nicht wegschmeißen, es war viel zu teuer und natürlich auch Essensverschwendung. Und ja, ich würde sagen, damit beende ich das Video auch, wenn es euch gefallen hat, gebt mir eine positive Wertung, abonniert kostenlos den Kanal, um nichts zu verpassen. Und wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, ciao.